Technisch gesehen ist es ein Boot, obwohl es sich die meiste Zeit in der Luft bewegt. Sein Motor stammt jedoch von einem Auto. Der Airfish ist ein sogenanntes Bodeneffektfahrzeug. Er bewegt sich nah an der Oberfläche und macht sich den dabei entstehenden dynamischen Auftrieb zunutze. Je näher sich die Tragflächen an der Oberfläche bewegen, desto stärker wird die Luft darunter zusammengepresst. Dadurch steigt der Druck und es entsteht mehr Auftrieb. Gleichzeitig schrumpft der Widerstand, der durch Luftverwirbelungen an den Flügelenden entsteht. So schafft der Airfish über 80 Knoten oder 160 Kilometer pro Stunde. Dabei verbraucht er weniger Treibstoff als ein Boot und ist kostengünstiger als ein Flugzeug.